Wir verfallen in Panik, irre Wellengang im Ozean, präzise 10-Meter-Sprünge, Rio de Janeiro. Die Schlappen waren ja schön unterwegs gewesen in Brasilien. Mal gucken, was sie da erlebt haben. Alter, hier sind wir wirklich in Brasilien. Dass die das alle überleben immer, ne? Ich hab Hochsee gefangen jetzt. Komm, Alter! Boah, das ist krank. Oh, schön, mit so einer Postkarte gemacht. So, diese wir gezeigten Stunts werden von professionellen Stuntleuten durchgeführt, um eure Gesundheit zu schützen. Raten wir dringend davon ab. Sehr cool gemacht hier. Viel rein in den Schlappen. Das ist auch eine verrückte Truppe, muss man sagen, oder? Muss man auch wirklich sagen. Positiv verrückte Truppe. In Brasilien war ich auch schon mal, allerdings nur kurz auf einer Dschungeltour, wo ich damals auch in Venezuela gewesen bin. Schön durch die Bäume. Mega Intro, Jungs. Wow. Wir sind insgesamt einen kompletten Monat in Brasilien unterwegs und halten das Ganze in 8 Episoden für euch fest. Die Episoden kommen mittwochs und sonntags auf YouTube online und für uns geht's jetzt mit so einer kleinen Kiste nach Rio rüber. Aber in Rio war ich noch nicht. Aber mich reizt sich so eine Stadt auch nicht. In Caracas war ich mal als große Stadt. Venezuela. Erster Tag, wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir sind seit 10 Minuten in der Stadt unterwegs, haben direkt so einen richtig geilen Spielplatz entdeckt. Mal eine kleine Warm-up-Session, den Jetlag ein bisschen rausfeuern und dann auch mal rein. Boah, direkt der Stick, oder was? Ja, Alter, Rio macht was mit einem. Samba, Samba. Samba, Samba. Hier ist aber wirklich alles sticky. Also die Klamotten, die Füße, alles. Ja. Ui, sag ja alles. Gut, jetzt bei mir undenkbar mit der Bänderdehnung im Sprunggelenk. Aber das nicht mehr Verletzungen, ist der Knaller. Sticky hier. Schön mit dem Schweiß, Sticky. Hier ist aber wirklich immer deine Luft. Ja, die Furzwolke vom Ette. Nee, das war ich nicht. Wirklich. Yes. Geil. Hammeraufnahme. Ja, den hast du. Ach Mann. Mann, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Yes. Boah. Jetzt mal direkt den Trick rausholen, womit der letzte weit entfernte Trip beendet wurde in Mexiko. Komm, dann ist das Pflaster abgerissen. Ja, das stimmt wohl. Was? Meine Fingerspitzen. Schön den Copacabana-Sand drauf. Oh, Alter, perfekt. Alter. Ja, damit ist der Trauma besiegelt und gut ist auch mit dem Trick. Nicht noch wieder abschreien. Ja. Yes, da ist. Schön, alles grün, voll Palmen. Das lieb ich ja an Südamerika. Alles grün, selbst in der Stadt. Ja, schön. Domi und ich haben hier irgendwas gefunden. Das ist wahrscheinlich leicht, aber echt scary. Der Schwinger über den Zaun drüber. Müsste sich locker ausgehen, aber irgendwas liegt hier in der sambanesischen Luft drin. Ich hoffe, dass die Jungs immer eine gute Auslandskrankenversicherung haben mit Rückführung und alles. Ja. Das gruselig macht. Ja. Ja, easy. Es ging easy, aber ein bisschen scary war es, weil ich habe komplett die Büsche berührt. War das schon wieder One-Bank von dem Arschloch? Ja, sicher. Ach. Junge, bist du am Glänzen dran. Junge, du siehst aus wie so ein Objekt im Museum oder so. So eine Wachsfigur. Ja, oder so eine Vase oder so. Genau, geistkrank am Höhlen. Also mit tropft die ganze Zeit. Die Frage, in welchen Ländern ich schon war, boah, wirklich in sehr, sehr vielen.
Wirklich in vielen. Aber es fehlen noch ein paar. Auge rein, das ist wirklich keine Freude. Du siehst wirklich aus als Kind. Ja, ihr schreibt gerade, wenn die Versicherung ein Video von denen sieht, nimmt die doch eh keiner. Was machen sie so? Ja, wir machen, sind so ein bisschen Sport, machen wir. Nimmst du direkt aus der Thai-Massage hätte. Das ist der Universe von der Stage oben, ne? Ja, easy. Ja, geil. Alter, Wasser an der Stange da. Ja, ja, ja. Geil. Du warst eigentlich schon mit den Füßen perfekt unten auf der Wippe. Also es war schon stick jetzt. Dann haben wir direkt mal die nächste Challenge und zwar den Pre auf die Wippe. Ja, ja, da war es eigentlich schon. Der ist scary. Ja. Kann schon gehen. Man muss echt mal dazu sagen, wir sind um 6 Uhr aufgestanden, ist gerade irgendwie 8.30 Uhr oder sowas. Und wir haben schon die übelste Session, alle glatt am Schwitzen und was. Macht direkt Spaß hier in Samba. Ja. Ja. Ja, und dann springt einer auf der anderen Seite die Wippe nach oben. Oder irgendwie katapultiert nach oben. Ich hatte übelst Rückenlage. Junge, Junge. Irgendwas war komisch beim Schwingen. Vielleicht war wirklich die Rückenlage. Nee, Nordkorea war ich noch nicht. Ja. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, Männers. Wenn ihr so runter geht, man kommt schon ans Metall, aber schafft ihr schon. Ja. Nein! Das ist rutschig, ey, fuck. Ja, okay. Ja, jetzt toll. Komm, rotz drauf auf komm, das Ding. Komm, rotz drauf. Ah, komm, mit der Achse. Schön am Kinderspielplatz hier die Corona-Bakterien verteilen. Ja! Ja, da müssen wir noch einmal eine Schönheits-OP rein, aber sonst war geil. Ja, komm. Mal unter das Messer. Die Jungs. Da musst du den Zorn Oh! Wie so eine Gazelle. Vor allem, du bist auch schön eingehüllt, das heißt, du wirst nicht stecken bleiben. Ja, was mache ich? Wieso? Ah, stimmt! Ja, greif da hin. Ah, so, ja. Das ist geil. Da ist doch schon ein Griff. Also sagst du mal. Und dann muss sich einer oben vom Baum fallen lassen, hier auf die Wippe und dann wieder rückwärts salto und dahin. Dann wäre ich beeindruckt, Jungs. Aber so, das ist ja easy. Ja! Geil, Junge. Ich brauch komplette Angst, du direkt One Bang hier oder Two Bang oder was auch immer. Alle zwei. Du alten Affe. Einfach auf das Ding. Ja! Sicher! Ja. Geil! Nice! Schön den Ölinge. Das wäre Bild. Einer links und einer rechts. Aber nicht. Oder so. Dann springen da zwei drauf. Ja, genau. Oder du springst hier so hin, dann springt einer drauf. Das wäre was für Dwayne. So, jetzt kommt aber erstmal der richtige Ölige. Wir haben eine kleine Idee gehabt. Pass auf. Boah! Bisschen spät gewesen. Ich kann es noch schneller machen. Ja, besser wäre. Was wollen wir jetzt machen? Ah. Ja. Ja, so na geht. Klar. Das geht. Boah, das wäre geil. Lieber zu schnell als zu langsam. Ach, keine Angst, ich mach das schon. Oh, Dicker! Du hast einfach nicht hochgehoben, das Ding. Du hast sehr lange gewartet und dann halt schnell gemacht. Ja, ist ja geil. Eine langsame Durchgehende. Nein, so muss das ja auch sein. Ja, okay. Aber jetzt fühle ich mich auch in deinen Arm geborgen. Ach, du kannst mir ruhig vertrauen, Ette. Servus, Tom. Schön, dass du da warst, du mein Lieber. Euch einen schönen Abend. Boah, ist anstrengend. Kurz ein bisschen zurückgebaut, dann muss ich noch mal greifen. Geil hochgemacht. Nice. Gut einen hochbekommen. Geil, so ein bisschen 70er, 80er Jahre Aufnahmen. Jetzt aber mal durch den ersten Dschungel hier durch. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Klippenspringspot. Wir haben mittlerweile auch einen Local unter uns, Bacon Man, hier aus Rio. Den stellen wir aber nach den Bacon Man. Der Dschungelüberquerung noch mal genauer vor. Dschungelüberquerung hier, jawohl. Boah, das ist aber mal wirklich sexy hier. Oh, einfach nur schön. Richtig geil hier. Hello, Bankman. Hello, man from Schlappen Parkour. So, this is Rio de Janeiro. We are in Urca. It's a really traditional place for cliff jumps. And this is the Bacon Man. Let me introduce you. This is level one. It's just like, I mean, maybe 2 meters. Finger here. Here's my height. Five, a little less. Up there, I don't know how much it was. Maybe 10. Yeah. Yeah, the danger part is because it's so fucking small place. You can hurt like that. And have the big one. Ich wollte gerade sagen, die hüpfen da rein. Das sieht aber nicht breit aus. Is that? The baguette. Oh, this one. Yeah, this is really cool. Oh, der ist aber mal nice. Let's do the gainer from there. Das hört sich technisch an, das Ganze hier. No. Kleiner Pool, nur, den du hier hast, komplett mit... Aber cool, wenn jemand hast, der vor Ort das kennt, wo man reinhüpfen kann, weil da den ersten Sprung zu machen, dann hast du unten nicht das Wasser zu tief. Strömungen
alle da drin. Also die Gezeiten, die knallen hier rein wie kein zweiter. Da ist doch genug an Gestein noch mit dabei. Ja. Also das ist ein präzise Ding. Junge, alter Latz, guck dir die Wellen an. Ja, das Wellen schreit einfach nach Spaß. Denn wenn man das ganze Springen überlebt, dann hat man immer auch die Gefahr, dass man überall gegenklatscht. Ich mache jetzt einmal von unten, weil ich will einmal ein bisschen checken, wie tief das da drüben ist, wie weit ich springen kann. So, hier ist. Ja, Taucherbrille mitnehmen, reingucken. Also das würde mir ein gutes Gefühl geben. Oder reingehen erstmal vorher. Safe, auf jeden Fall. Yeah. Ja, klar. Oh. Erstmal mit dem Salto rein. Oder Backflip. Ich stand nicht gerade auf dem Stein drauf. Hätte Tauch das Ganze gerade ein bisschen ab. Und Bacon Mac kommt beschleunigt dabei. Also hier ist steil, wo ich gerade bin. Das ist aber nicht tief, oder? Wait. Now, come. Jetzt zurück. Nicht ohne Schön, aber gut, also ne? Der Landeplatz ist wirklich klein. Alter Lachs, nächste Stufe 5 Meter. Oh, ja, geil. Alter Lachs. Ja, meiner ist halt viel Wasser, was da kommt, aber das geht schon irgendwie. Oh, das sind schon enorme Wellen, die da unten auf einem waren. I never see this so high. Silence. Ja, ey, wenn der Schinkenmann schon nicht weiß, wie das weitergehen soll mit so einem Ding nochmal. Boah, das sind ja die besten Voraussetzungen. Boah. Geil. Yeah. Ja, Mann. Get closer. Ist auch nicht so flach da, wo die Runde hüpfen, die auch 2-3 Meter. Ja. Robert. Ah, du stopp hier, the worst place. Schön am worst place gestoppt da einmal. Oh. Geil! Ah, genau! Boah! Alter Lachs! Boah, das zieht sich dann durch gegen die Steine. Die noch rausgefangen. Alter, das ist total. Ja. Ja. Stark! Boah, da kriegt man schon Schiss bei den Wellen. Die sind richtig fett. Jo. Alter, das war auch knapp jetzt am Schluss. Ich mache tatsächlich einen Gainer. Fred und Straight Jump, deswegen springt er vor. Junge, ein Tag in Sambaland und schon schön am Glühen hier. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Alter, geile Technik, der hat richtig hier so den Pinguin gemacht. Ey, und Ente hat schon eine ganz wilde Form hier. Warte mal, da mal ruhig. Der Gainer ist geisteskrank. Okay, jetzt? Ja. Schön! Ich frag mich, wie viel von den Jungs sich da ständig verletzen. So, die zweite Stufe haben wir alle überlebt. Jetzt geht's hoch auf die ganz hohe Klippe. Also die Steine sind schon ziemlich spitz hier. Das war noch nicht alles. Durch den Amazonas ist aber auch wirklich nicht da. Ich würde mir ja zumindest mal so Barfußschuhe oder irgendwas, so dünne Schlappen anziehen. Schlappen im wahrsten Sinne des Wortes, um mich nicht zu verletzen an den Füßen. Geil, das muss man wirklich mal zugeben. Ja, wie soll man da hochkommen? Nimm den Fuß, aber warte. Nicht volles Gewicht, Jan. Ah, schön Teamwork hier. Nein. Wunderschön. Und Jan wieder mit nackten Füßen hier. Domi hat natürlich Schuhe an. Das ist natürlich ein riesen Gamechanger hier. Boah, das geht ja echt nicht, Papa. Das geht ja überhaupt nicht da anders hoch. Boah, krank. Ich auch nochmal, der Tourist. Ja, das Handy muss irgendwie loswerden. Unter die Cap. Alter, das ist smart. Ja. Das fällt bei der nächsten Möglichkeit fällt er raus. Boah, fuck. Guck mir Hank. Junge. Also wirklich, ohne Hilfe wäre ich das Handy hochgekommen. So, und jetzt guckt euch das mal hier an. Alter, das ist hoch. Okay, man kann halt nicht richtig zur Kante laufen, weil das komplett abgerundet ist. Also wenn du hier stehst, dann rutscht du einfach ab. Ist es deep enough? Yeah, it's 8 meters deep. Okay. Das ist der brasilianische Aquaman hier. Alter Schwede, ist das hoch. Von der Höhe zu springen ist ja das eine. Dann aber da irgendwelche wilden Stunts zu machen und so ein kleines Karree da zu treffen, wo man rein muss. Und die Strömung und alles. Mach mal Bewegung! Ah! Oh. Junge! Ist er erlebt da? Jawohl! Also man springt weit hinter der Kante ab, muss das Ganze ein bisschen clearen und dann halt die richtige Position aufgreifen. Seid ihr ready? Ja. Genau, die Wellen nicht vergessen. Ja, das, ihr schreibt es gerade, der Spot ist unfassbar schön. Unfassbar schön. Diese riesen Steine, alles grün im Hintergrund. Also wenn es nicht mehr so warm wäre, wäre ich so ein Typ, der Richtung Süden auswandern würde. Aber es muss halt alles grün sein. Bin ich mehr, tauche ja auch und so, hab schon lange einen Taucher mit 14 gemacht. Wäre auch noch cool, da kannst du garantiert richtig gut tauchen. Ist ja nicht überall so die Strömung. Boah, ja!
lebt da? Oh, das sind doch wie viele Meter? 13, 14 Meter oder sowas? Ich sehe den nicht. Ist er aufgetaucht? Junge, der ist übelst nach oben und ich dachte voll weit nach vorne. Ich glaube auch viel Platz war nicht mehr nach vorne und zur Seite. Du darfst nicht zu weit, du musst nah an dieser Felswand hier bleiben. Boah, du hast Angst vor diesen Wellen, Alter. Und du hast Angst vor... 13 bis 16 Meter schreibt er, ja. Geraden Sprüngen. Und dann 3 Meter nach vorne springen. Boah. Kerzensprüngen. Das ist wirklich das Gesamtpaket an Angst, was ich mir zusammengeschnürt habe. Einfach nur nach gerade, wohin springen. So ungefähr auf das Graffiti da vorne, glaube ich, zu. Bleib so nah es geht an der Felswand hier. Komm, den hast du. Sobald du über die Kante hier rüber bist, hast du die Distanz, glaube ich, schon. Das Thema ist bei der Höhe, wenn du dann irgendwo auf den Stein knallst, dann bist du direkt querschnittsgelähmt oder tot. Leider auf Glaube. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber es wird schon passen. Alter, Lachs, hab ich Angst davor, einfach ehrlich. Rein. Dieser scheiß Wellen und Straight und was. Einfach rein, Jurek. Ja? Ja. Ja. Komm, Jan. Was? Ah, diese Welle! Die ist nicht schlimm. Komm, Fokus auf den Sprung, nicht auf die Wellen. Zwei. Naja, Fokus auf die Welle. Ich weiß nicht, wenn das Wasser drin ist, du musst wahrscheinlich genau den Punkt erwischen, wenn das alles drin ist, kurz bevor es dann quasi wieder nach unten geht, weil der Wasserspiegel wird sich ja um, keine Ahnung, 1,5-2 Meter verändern, nach unten, und dann kommst du umso näher an den Boden ran. Also es sollte wahrscheinlich recht hoch sein, oder? Nein. Welle. Ja! Yeah! Yeah! Ja, sicher! Geil! Geil, Mann! Jetzt guckt euch mal, wie viele Meter dazwischen sind. Boah, der ist aufgetaucht und man hat schon im Gesicht gesehen, der hat Panik. Der will einfach nur raus. Ich stelle mich jetzt das erste Mal hier an die Kante. Man springt hier schon in der Schrägen ab. Man sieht da überall so Schatten im Wasser. Also ich denke die ganze Zeit, da ist ein Stein. Aber das wird diesmal auch kein Gainer, sondern nur ein Straight schon, weil das ist wirklich, also eine wirklich kleine Landefläche hier. Oh, schnell. Okay? Ja, komm. 3, 2, 1, schnell. Die Cam ist fast flöten gegangen. Die hing nur noch an einem Zahn im Mund drin. Ja, ihr schreibt, ich finde es auch bekloppt, aber ich finde es faszinierend bekloppt, ehrlich gesagt. Oder? Das ist... The Cam went whistling. I know what's that. Oh, ich habe so einen Einlauf bekommen. Oh. Okay, jetzt aber erstmal raus hier. Ja, da seht ihr, was ich meine. Strömung nach oben, nach unten, das macht ja einen Hub von 1,5 Meter, das Wasser. Ob ich sowas machen würde, ich bin tatsächlich mal früher in, dort war ich also 19, 20, bei uns war der Biggesee nicht weit weg, da sind wir mal mit den Mofas und Mopeds hingefahren. Gerade wenn es Sommer so heiß war, da gibt es eine Brücke, eine B, keine Ahnung, was da drüber geht. Unten fährt der Zug lang und da kannst du von der Höhe springen. Das waren, glaube ich, so 12, 13 Meter. Oben weiter ist die Bundesstraße, die B. Das waren dann mal einmal irgendwie so 17 Meter. Das war das Höchste, was ich gesprungen bin. Das hat auch gut geklingelt, kann ich nur sagen. Aber jetzt. Also die ganzen Höhen und die ganzen krassen Sachen würde ich da wahrscheinlich, und das ist ja, also, ne, verstehe mich nicht falsch, ich bin einfach von der Brücke runtergehüpft und jetzt nicht wie die Jungs da in so ein Szenario rein. Weiß nicht, ob ich das noch machen müsste. Alter Lachs, das war jetzt nochmal wild zum Schluss. Ich habe mir die Kamera nochmal geschnappt, laufe jetzt den Dschungel nochmal hoch, weil der Sprung war geil. Richtig geil, da ich mich dafür irgendwie überwunden habe mit den Wellen. Rauskommen war auch relativ easy. Nur der Straight-Sprung, der war absolut fürchterlich. Ich hasse das wie die Pest. Deswegen will ich das jetzt nochmal machen mit der Katze, weil das verlangt er danach. Also die Wellen hier sind... Boah, die Wellen. Guckt euch mal an, bis wo die da hier rüber gehen. Was das wirklich für nach oben, unten. Halleluja. Wirklich gigantisch. Das ist schon scary. Ja, und genau wie vorhin. Ja, die scheiß Wellen, die sind gerade echt in 10. Ja. Komm, Junge. Da ist ein Holzstück. Da ist ein Holzstück, oder was? Jo, da ist genau in der Landezone, ist so ein richtig fetter Ast. Oh! Yes! Alter Lachs! Alter, einfach mit dem Doubleback den Holzknüppel rausfischen. Ja, da kann man wirklich sagen, liebe Kinder, nicht nachmachen, ne? Okay, er hat das Holz. Ach, ja? Ja. Go! Der Aquaman aus Brasilien. Schön die erste brasilianische Katze drin. Ja, Runde! Ja! 2, 1, send it! Ja! Ja! Da ist nicht viel Platz, nach links und rechts, oder? Es gibt ein Whirlpool großes Loch, was tief genug ist. Ja, Whirlpool groß ist jetzt nicht so groß. Geil! Geil! Nice, Alter! Ja! Yeah!
Da war die wild. 1,5 Meter nach vorne hat er nicht mehr gekonnt. Boah, der war wild. Oh, leck mich fett sein. Also da habe ich mal kurz die Grundschulübung vergessen. Was denn? Naja, da habe ich wirklich die Pflichtaufgabe jeder Katze auch immer schön links liegen gelassen. Fäuste, die habe ich in Deutschland gelassen. Hier wird schön mit flachen Fingern eingetaucht. Boah, das merkst du aber direkt so. Lektion für alle, die bald die Katzensaison starten. Niemals flache Finger, immer Fäuste. Da habe ich direkt gemerkt, warum man keine flachen Finger macht bei einer Katze. Aber alles scheißegal, wenn hyped über das Game. Geil. Ich meine, ihr schreibt es ja, die sind mittlerweile Profis bei dem, was sie tun. Ich sehe das tatsächlich auch so viel, so oft, wie die das üben, für den, der jetzt sagt, ach komm, ich probiere es auch mal. Ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, das war das Grande Finale für den Spot jetzt hier. Was ein toller Spot. Das ist der nächste Spot. Schöne 10 Meter. Rauskommen-Szenario allerdings schon wieder kritisch. Eigentlich relativ leicht, weil so eine Schanze nach oben ist, aber sehr rutschig und auch hier die Wellensituation eher rough. Ich weiß nicht, was du erzählt hast, aber eigentlich ist das Hauptziel von dem Ganzen, dass wir ein geiles Bild hinbekommen. Also. Jasper steht da drüben und es sieht einfach nur geisteskrank aus. Also der absolute Hauptfokus jetzt hier schön eine geile Airform hinzukriegen. Ja, das war mir neu, aber bin ich geil. Ja, ihr schreibt sogar, also man denkt immer Worst-Case-Szenario. Ja, Worst-Case, ich glaube, da gibt es 1000 Worst-Case-Szenarien, oder? Boah, die Barfußlaufsaison, die ist auch schon ein bisschen was her. Das merkt man bei so Spitzenfelsen, aber ganz enorm, du. Jasbeck sagt pronto, pronto. Sonne ist gleich weg. Das ist scheiße für Bild. Boah, aber hier ist auch fucking hell. How? Fuck. Go, go, man. Go relax. You are really safe. How? What? You are really safe. Ihr seid sehr sicher. Yeah, ja, ja. Alter, Jack. Just continue, man. You are safe. I know it looks like so dangerous, but... You are on balance. Wir sind am Gipfel oben angekommen. Jetzt heißt es nur noch runterspringen und das Ganze pünktlich mit der Sonne, damit wir das geile Bild kriegen. Was soll man hier oben wieder warten? Alles krumm und schief, alles runter. Also man springt wieder schön in den Schrägen ab. Ich mache einen Gainer. Ich will nämlich genau das Bild haben, wo ich so gerade nach dem Absprung noch schön im Layout bin. Ah, ja, das ist Sex. Für das mich will ich jetzt sehen. Glaube ich, damit das ihr auch bewegungsbildtechnisch was für einen Schwanz habt in Double A. Und für dich? Ich würde gerne ein Double A ziehen, aber ich habe Schiss davor. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ein Double A ist, aber mittlerweile, Gainer weiß ich mittlerweile, was es ist. Und ja, ich arbeite mich so langsam vor. Das ist recht hoch. Das wäre der höchste für mich auf jeden Fall. I want to do a gainer, just a gainer. It will be the second time in my life, so a lot of scared to do here. Ja. Come on. Fuck, I'm so scared about that. Ah! Come on, come on. Er hat einfach nur Locken gebracht hier. Seht ihr mal. Ja! Ja! Nie schlecht. Schöne Nummer. Perfekt. Yes. Come on. Also Bakeman ist in der Zwischenzeit schon bis dahin geschwommen, weil wir haben hier nur ein One-Way-Ticket. Das heißt, wenn wir reinspringen, wissen wir tatsächlich gerade noch überhaupt nicht, ob wir wieder rauskommen. Bakeman ist ein Local. Ja, da schreibt gerade ein, ne? Arbeite im Unfall-OP, da sieht man einiges. Aber meist von Laien oder von Profis, die den Respekt vor der Sache verloren haben. Da sagt er wirklich was. Ich kenne es vom Fallschirmspringen. Die meisten Verletzungen oder Todesursachen beim Fallschirmspringen sind nicht die Anfänger, die das erste Mal machen, sondern das sind die, die Cracks sind, immer kleinere Schirme fliegen, immer schneller landen wollen, unten noch swoopen, das heißt irgendwie den Schirm so anstellen, dass du, wenn ihr hier den Boden habt, so gerade quasi oder parallel zum Boden bist und das am besten mit einer Geschwindigkeit von 150 Klamotten. Wenn du zu spät eindrehst, rastest du halt mit 150 Sachen im Boden ein. Und da sind echt die meisten, das sind die Profis, die sich verletzen. Das heißt, der kommt am besten raus. Ja, okay, guck mal hier. Oh, okay, fuck. Yo, scheiße, ja. Ah, ursprüngliche Plan war hier rauszukommen. Sehr flach, aber ist alles voll rutschig, mit scharfen, oder? Muscheln. Das könnte ziemlich beschissen werden. Fuck. Wenn du nicht da reinschwimmen in das Loch, wo die sonst da reingeschwommen sind? Ich kann hier echt nicht mehr stehen. Es tut so weh an den Füßen. Das ist unglaublich. Alter, ich glaube, ich muss so auch einen Gainer. Das ist wirklich viel Scheiße mit dem Absturz. Okay, hätte springen als erstes jetzt, ja. Und wir kommen direkt hinterher gejagt. Wir haben alle Angst vom Wasser und vor allem vom Rauskommen. Also jetzt kein Scheiß, ich muss auch schon direkt springen, es tut wirklich so un... Schon guten Sonnenbrand eingefangen. Unglaublich weh an den Füßen hier zu stehen. Ready? 3, 2, 1, send it! Geil. Oh, Alter. Wie schnell da von der Strömung rausgezogen wird hier. 3, 2, 1, send it! Was eine Aufnahme. Ich glaube, da muss man sich zusammenreißen, dass man nicht
die GoPro aus den Händen verliert. Alter! Ist das krank! Wo haben wir uns da reingeritten, Junge? Okay, das wäre so mehr mein Sprung gewesen. Ach, oh, was für Aufnahmen. Mit was haben die das geschossen? Mit dem Handy oder der Kamera mitgenommen? Das sieht natürlich irre aus. Yo, Hammer. Hammerbild von den Jungen. Eigentlich müssen, wisst ihr, was ich immer gedacht hatte? Ich habe ja auch jetzt auf den letzten Touren ein paar Bilder geschossen. Man macht zu selten irgendwelche Aufnahmen, die man sich selber als Bilder groß macht, weil alles auf dem Handy rumfliegt, in irgendwelchen Computern und sonst was, elektronisch einfach nur abgespeichert. Und ich habe ein Bild von mir von einer Tour in Venezuela tatsächlich, auf den Mount Roraima drauf, mitten durch den Dschungel. Damals hatte ich halt keine Kameras und nichts. Also wir haben einfach nur eine kleine Digicam mitgenommen. Also nur Fotos, war eine private Tour sozusagen, schon zig Jahre her. Das ist ein Bild, da gehe ich halt bergauf, kämpfe mich diesen Berg hoch, überall nur Nebel, Regen, weil von oben so Wasserfälle kamen, voll abgekämpft, alles grün im Hintergrund und das ist halt, wie gesagt, also jetzt nicht mit so einer Hardcore-Qualität geschossen wie heute. Und ey, jetzt, da, sowas muss man sich doch eigentlich fett auf, nicht Leinwand hier, so auf Plexiglas oder sowas ziehen. Hammerbild. Junge, was ist das für ein Waschgang, den wir als Wesen aktiviert haben? Alter, hier sind wir wirklich in eine brasilianische Hochsee gefangen jetzt. Hier, Füße voran, versuch mal. Nee, sollten wir schon schwimmen können. Auch. Jetzt muss er auch noch Angst vor den Piranhas hier haben. Das sind irgendwie 2 Meter nach oben, nach unten, vor allem wie schnell. Wenn du dann scharfe Muscheln hast. Wasser in den Mund bekommen, Kamera im Mund gehabt. Was sie da bräuchten, ist eigentlich einer, der ein Seil mit dabei hat. So ein kleines Tau, he? Irgendwie so ein 5-Meter-Tau, was man dann runterhalten kann, damit man dann im richtigen Moment Zucht dran sich hochziehen kann. Schnelle Luft. Ich rutsche doch nur dann ab. Hier die ganzen Muscheln. Guck mal, das sind doch alles bis hierhin Muscheln. Und das Wasser macht ja von hier bis unten noch tiefer. Das ist ja irre. Da kannst du auch nicht packen bei den Steinen. Dann mit nackten Füßen. Oh, jetzt sind die Muscheln. So scharfkantig. Ja, wenn du Pech hast, zieht sich dann auch wieder runter. Einfach nur noch hoch. Ja, du liegst jetzt wieder da und hoffst, dass du hochkommst. Ja! Hilf uns! Hilf uns! Oh, Jan sieht abgekämpft aus. Mit der GoPro, da kannst du dich richtig atmen. Ganze Wasser im Gesicht, Salzwasser. Männer! Auf jeden Kratzer scheißen! Dann kommt ihr raus! Komm! Halt dich, halt dich, halt dich! Komm, halten! Ja, ja. Oh! Komm raus! Gib mir die Hand! Halt. Ich kann nicht wieder rein! Oh. Komm, komm! Oh. Ja, 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 ja. Warte, warte. Oh, mit nackten Füßen auf den Muscheln und dann da hoch. Oh, Jungs, ey. Komm! Warte, warte. Alter, Alter! Die passende Musik drunter gelegt, die Jungs. Oh. Heilen, heilen, heilen! Heilen, Leute! Jetzt schon! Nein! Nein! Oh. Ja! Ja! Oh. 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 Alter, Alter! Oh. Okay, Fredo! Oh. Alter, Lachs! Du bist selbst ja! Für die anderen ist schon auch nicht easy, da im Wasser zu warten. Oh. Ja, ich schreibe Tauchschuhe anziehen. Ich hätte, glaube ich, so dünne hier Barfußschuhe angezogen oder so. Das mache ich immer bei Gewässerüberquerungen. Dass ich halt immer, weil ich bin einmal in eine Glasscherbe getreten vor x Jahren, hat unfassbar geblutet. Und seitdem ziehe ich immer so entweder so uralte Turnschlappenschuhe an, die einfach irgendwann dann durch sind, auch beim Kajakfahren oder irgendwas, immer so dünne Dinge anziehen. Ich halte dich, Ette. Gib richtig rein. Rein, krallen, krallen, krallen. Nein, 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 nein. Ah. Sauber. Ja, gut aus. Ah. Sauber. Das tut so weh. Fuck. Halt mich nochmal. Ah, Aquaman. Ja gut, der.
Aquaman lacht einmal kurz und sagt sich, What scary du warst. Boah, ich stand nur noch mit dem dicken Onkel, stand ich da schon auf dem Muscheln drauf. Boah, das war scary. Boah, Digga, guck mal dein Bein. Alles aufgeschnitten. Oh, geisteskrank. Das war wirklich. Yeah, it's funny because like before. Alter Lachs, das war wirklich so eine Art Überlebenskampf, hatte ich da in mir. Ich hatte wirklich, ich hab da meinen ganzen Körper gegen diese Muscheln gejagt, wollte einfach nur noch irgendwie raus. Ja. War mir das scheißegal, war mir das. Okay. So ein bisschen. This is the easy part, that's the hard part. What? Was? Er sagte, das war der einfache Part, jetzt kommt der harte. Genau, manche haben eben auch schon geschrieben, ob Salzwasser desinfiziert, das ist so ein Irrglaube, den er irgendwie hat. Und dann schreibt einer auch, ne, Salzwasser desinfiziert nicht, das ist ein Irrtum. Im Salzwasser sind, das, man denkt ja immer, oh, schön mit Salzwasser, nochmal mehr Bakterien und Keime, so hat die fest drin. Aber hat man immer gedacht, das ist ja Salzwasser desinfiziert. Really? Boah, Junge, der, ich dachte, der will mir jetzt auf den Arm nehmen hier. Sagt er mir, das war noch der leichte Part. Backman ist gerade hier hoch geklettert. Was machen wir? Klettern oder Pool? Ach komm, jetzt Pool mit uns. Gut, also jetzt zurück in den kleinen Pool. Ich hab kaum so viel Salzwasser. Die konnten gar nicht in den Pool direkt schwimmen. Ja, okay. Das habe ich noch nie getrunken. Ich hatte die ganze Zeit die GoPro im Mund und war ich da so drauf und an der Seite ist die ganze Zeit das Wasser reingeflossen. Jedes Mal, wenn eine Welle kam, musste ich die GoPro schnell rausnehmen und erstmal in der Luft schnappen. Ah, das ist schon krank. Alter Lachs. Aber jetzt noch einmal in das Salzwasser, schön Salz in eine Wunde. Genauso wie wir da haben wollen. Also rein in den Kochtopf. Ich glaube, hier passt, aber bleib links, dass du nicht. Das speist auch schöner, ne? Nicht an den Felsen kommst. Oh Junge, das ist. Auch alles von Muscheln wieder. Fuck. Alter, das sieht oder man hätte halt ich ja keinen Bock. Vor allem die Stelle, da wissen die doch ja nicht, wie tief das hier ist. Das war doch nur da hinten tief, oder? Und? Da, müsste passen jetzt eigentlich gerade, oder? Ja. Warte, ich krieg's nochmal hin. Ich bete, dass ich jetzt nicht auf den Stein springe im Wasser. Ein bisschen irre ist das schon, allerdings. Ja, easy. Wow, das gerade gesehen. Man konnte das ja durch Verpixeln nicht ganz erkennen, aber. Boah, das sind ja richtige Wunden, die von da nach da gehen. Da brauche ich voller Körpereinsatz von Jan. Ja, ich glaube, wir sind durch mit dem Spot hier. Weiter geht's. Also wir waren jetzt so lange hier am Spot, dass es schon langsam dunkel geworden ist und der Tor irgendwie zu ist. Oh, müssen wir wohl rüber. Ja gut, da klettern ja alle rüber. Der Top-Athlet. Ich muss wirklich gestehen, ich bin fix und fertig von der Schwimmeinheit da. Also das war wirklich Angst pur, von vorne bis hinten bei der ganzen Mission. Ja. Man war so geistig, so richtig auf der Höhe, so komplett im Tunnelblick Fokus. Und als man noch angekommen ist, ist einfach alles von einem abgefallen. So. Also ein wirklich unfassbar wilder Einstieg hier nach Rio rein. Mein gesamter Körper ist wirklich eine Schürfwunde gerade. Ja. Aha, der klassische Disco-Pumper. Der macht Disco-Pumpen einfach zeitgleich. Ja. Der nächste Verrückte. Alter, das sind keine Kratzer, sondern Kerben Zentimeter tief. Ja, so wirkt das für mich auch. Pointed at his phone to your name. Because he had a list of names. I was like, bro, that's me, yeah. Oh, man. Boah, mit denen in der Super WG, da stelle ich mir auch richtig irre vor. Hey, da, der Grundbricker ist auch dabei, jetzt sind wir alle am Start, oh Mann. Das ist fucking sick. Der Drecksvieh ist auch endlich da, jetzt können wir ja nicht frühstücken gehen. Neuer Tag, ihr habt es gesehen, die Crew ist vollständig, der Krönfker ist auch mit dabei. Ja, moin! Und wir sind wieder in der Nähe von dem Klippenspringspot, wo wir gestern waren. Dann hat übrigens Spuren hinterlassen, sowohl an der Haut, sowie auch im Körper. Wir sind komplett fix und fake. Oh, ja. Unsere Beine sind einfach nur schlapp, die Füße, die brennen, weil überall so kleine Schnitte drin sind und die Füße einfach von den Steinen da so richtig durchgenommen wurden. Aber wir haben gestern Abend noch einen Sprung entdeckt und da sind wir gerade. Und da vorne ist schon der Eingang und wir gucken mal, wie das Ganze aussieht. Vor allem schön mit so Wunden, die gerade am Verheilen sind. Nee, klar, geht immer, besser geht's gar nicht. Von oben.
Das ist übrigens der bekannte Zuckerhut. Wollte nur mal einmal gesagt haben, mich schlau wirke. Boah, ist ein solides 5 bis 6 Meter Moped. Also das ist wirklich nicht ohne das Ding. Von oben sieht's halt. Ein solides 5 bis 6 Meter Moped. Das sieht ziemlich machbar aus. Wenn du von der Seite und von unten guckst, denkst du dir schon, fuck, ist das hoch. Ja, aber Sand ist soft, oder? Das ist so weicher wie Sand selten erlebt. Wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf, machen den Sand weich. Und Baconman meinte gestern schon zu uns, das ist hier irgendwie so eine kritische Terrasse von Militär oder was. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber erstmal gediegen aufwärmen. Ja, da stehen die Kanone ja im Hintergrund hier. Aber vom Militär sieht das nicht so aus, oder? Keine Ahnung. Ah, und dann das hier. Exakt. Okay, so 30 minutes ago we looked at this jump and we know we can do it, but because this is the start of the tour and I want to challenge myself mentally, I want to come back, walk through the gate and just do the jump instantly without any preparation, any more preparation. But that's how you get your mind ready for the full sense. Yeah. So, also was hat er erzählt? Er sagt, er will jetzt komplett direkt Vollgas reinstarten, indem man nicht oben erstmal tausendmal guckt, sondern er will einfach durchlaufen durch die Schleuse da oben, durch das Drehtor, sofort zack und runterspringen. Brother, I'm scared, but let's go. Für die jetzt nicht so für den Menschen sind. No, no, it's Sawara Paji no. One minute, just look. No, here no Paji, Sawara, Sawara, no Paji, Sawara, Sawara. Oh. We go eat there? No? Me agora, no, me dia. Okay. Jetzt dürfen wir nicht auf diese scheiß Plattform da hoch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben den gesamten gestrigen Abend da verbracht, den ganzen Morgen quasi uns halt angeguckt und jetzt, wo wir machen wollen, dürfen wir da nicht hoch. Das ist natürlich jetzt ein richtiger Abschiss. Vor allem, weil das eh schon hart war, den Körper aufzuwärmen nach den Schabatzen da gestern. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie das ist. Das immer irgendwas ist. Alright, I'm gonna ask him for one minute. I'm gonna pay him like almost 5 euros. I didn't want to pay 10 euros, it's too much, but 5. Er versucht ihn jetzt zu bestechen. Be worth it for the sand, be a funny clip. Du möchtest 5 Euro. Rein in da. Jetzt aber mal direkt am zweiten Tag hier mit dem Bestechen. Ob das manchmal so gut ankommt, Bestechung? Welchen Anfang? Mal gucken, wie gut das hier klappt in Brasilien. One minute, take a photo. Okay, oder einfach rein in jetzt. I'll try the drive. One minute. Okay, sie verpixeln hier aber. Because it's a minute. 12 o'clock. Didn't work. We'll just wait 40 minutes. Fuck it. Like, I tried. Okay, I tried. Hat nicht funktioniert. Wir sind gerade mit dem Uber in die Stadt gefahren und sind jetzt an einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten hier in Rio de Janeiro. Leider kann ich da nicht so viel drüber erzählen, aber zum Glück haben wir unsere Reiseführerin Jayaina. Nee, wie hieß die Alte? Janaina Langina. Viel Spaß. Und oh nein, Jan. Oh. Ach, die Jungs sind so. Oh, boah, was hat der Jan eigentlich für eine Narbe? Die habe ich gar nicht gesehen im Ohrschenkel. Ja, das ist wahrscheinlich irgendein Sprung, der mal hier schiefgegangen ist, ne? Oh. Dia, Senor Papo! Herzlich willkommen zu meiner Rio de Janeiro Sightseeing Tour! Hüft-OP, okay. Boah, wisst ihr, woher die kamen, die Hüft-OP? Das sieht ja echt übel aus. Schenkel-Halsbruch. Gebrochene Hüfte. Boah. Das ist ein ordentlicher Narbe. Ich meine, ich auch ein paar Narben, aber. Ich habe einmal in meiner Grundschule, durfte ich Hecke schneiden mithelfen bei meinem Vater mit einer elektrischen Heckenschere und habe mir voll in den Oberschenkel geschnitten. Das ist immer noch so eine Narbe. Da war ich halt in der 3. Klasse, da war mein Beinchen wahrscheinlich so und irgendwie so, die Narbe ist immer noch so groß. Und dann kam ich mal irgendwann auf den glorreichen Gedanken, mit einem anderen Kumpel Steine flitschen zu spielen im Wasser, in so einem Bach und dann so, ja, lass mal versuchen, sich selber gegenseitig abzuwerfen. Hat auch geklappt, er hat mich getroffen am Unterschenkel, das ist immer noch ganz dunkel, weil da irgendwie eine Menge Dreck drin war. So ein paar Sachen habe ich im Hinterkopf eine Narbe, da war eine Silberhochzeit bei meinen Großeltern und dann bin ich so eine alte Stadtmauer hochgeklettert, Stein gelöst, runtergefallen, rückwärts am Kopf, zack, muss die näht werden. Ein paar Dinge habe ich auch, aber nicht das, was die Jungs haben. Die Jungs, nee, das lachen und alle Zuschauer lachen da. Oh, was sind das, Jungs, ey? Ah. Oh. Ja, ja. Oder noch jemand. Hab die elektrische Heckenschere auf die Schulter gelegt. Naja, sie ist angegangen. Auch schön. Ganz hervorragend, ja. Ja, ja, bei einer Hochzeit. Ich glaube, die Silberhochzeit war dann. Ich habe nicht ganz so viel mehr davon mitbekommen. Hey, guys.
Was sind denn für Klamotten? Ist das ein Bikini? Das ist ja kein Bikini, oder? Was hat er da zurechtgeschnippelt? Ich muss ja gucken, dass da nichts raushängt. Oh. Was die Ärzte meinen zu Jan auch, dass er nie wieder Parkoursport machen kann. Naja, gut, das sieht ein bisschen anders aus für mich, ne? Alright, we're back at this beautiful place. Obviously, I was really annoyed before because I was ready to go and we couldn't go. And so now we had to warm up again, get stressed again, and it's time. Let's go. Very nice. Und er will jetzt direkt springen, oder? Hat er eben gesagt. Einfach Sprung. Ja, okay. Yeah! Let's go! Da nicht richtig gut abrollen kannst, da stauchst du dir doch alles im Körper, oder? Alter Lachs, out of nowhere, oder was? Alter, war das ein Airtime. I wasn't sure if you're jumping or not. So, how was it? Yeah, it's okay. Like, it's a little bit of a hit, but it's alright. Krank, alter Lachs. Fettes. Ja, ich frage mich auch, wie der Körper von denen in 30 Jahren aussieht, aber lebt doch nur einmal, ne? Ding. That's good, that's tour started for me. A big drop, probably the biggest drop since I broke my ankle. Happy with that. Let's go. Ja, nachdem man einen Knöchelbruch hatte, der größte Sprung. Läuft und dann direkt so. Das ist aber mal ein Banger-Start. Alten Lachs. Da kommt der nächste Anwärter. Alter, ist da so geisteskrank von unten aus. Wie so ein Greifvogel, der von oben so angeflogen kommt. Jo. Okay, jetzt muss man so ein bisschen undercover agieren, ne? Schon hoch. Schon wirklich hoch. Aber selbst wenn ich den Impact nicht nehmen kann, dann klatsche ich einfach auf den ganzen Körper auf. Aber das ist in dem Sand eigentlich völlig ja, eigentlich schon, ja. Ein kleiner Prep, nicht so auffällig. Ah, da hinten haben wir den Security. Der guckt gerade nicht. Bam. Yes. Irgendwer ist er. Schon unten sonnen sich die Leute und du rastest daneben ein von da oben. Läuft. Alter, umdrehen und rennen. Sorry. Sorry. Der meint, ich soll nicht auf die Mauer springen. Ja. Mach ich ja nicht. Nö. Nee. Ich spring ja drüber. So sieht's aus. Das ist immer Auslegungssache. Ach nee, ich leite die Leute wieder so dummen Sachen an. Naja, aber ich war auch immer so, ja, ich berühre die Mauer ja nicht. Ich springe ja nicht auf die Mauer, ich springe ja drüber. Einfach durch? Ja. Er sagt gerade dem Kollegen Bescheid, aber ich glaube, wenn der jetzt kommt, ich renne einfach. Man rennt halt wirklich einfach nur aufs Meer zu. Man denkt, man landet im Wasser, aber tut man halt nicht. Eigentlich ein geiler Lifehack. Ja, Security, das macht gar nichts, das Vieh. Komm, drei. Der Arme, der macht auch noch seinen Job. Komm. Das ist eine schöne Flagge, die brasilianische. Yes! Yes! Alter, ein Lachs! Alter, viel haben wir nicht mit den Füßen da weggenommen vom Impact, aber... Alter, Lachs! It was... The airtime was bigger than I thought. You went a little bit slower than me, so you took a bit more impact, I think. Yeah. Fuck, man fliegt über die Mauer rüber, man fliegt erst nach oben. Irgendwann stoppt man, fliegt nach unten und nach 2 Meter fallen checkt man. Junge, da ist ja einfach noch 3 Meter oder was? Geisteskrank. Let's fucking go! Boah, hier muss man sich so leise freuen. Oh, jetzt kommt der Security-Mann und Jan landet im brasilianischen Gefängnis. Yo. Hm? Ist cool. Nice, oder? Ja, ja. Okay. Perfekt, Spot. Ach, guck mal, er freut sich sogar. Okay, und sagt Daumen hoch oben. Okay, das finde ich cool. Ja, man kann doch nicht immer die Armen machen, ja nur ihren Job. Dann kriegen die nachher noch einen am Deckel, weil sie irgendwas zugelassen haben. Ja, ja. Ah, das ist ja völlig in Ordnung. Einer fehlt noch im Bunde hier. Ah, gut. Ja, ja. Se vocês ficar aqui para ficar pulando aqui, não pode ficar não, tá? Tem que ficar lá fora. Okay. Tá? Que aqui é uma área militar, tá? Aqui não pode, tá? Porque aqui não pode fazer isso não. Okay, die dürfen nicht. Ja, scheinbar dürfen wir das hier nicht das Ganze, aber... Irgendwie müssen wir das noch machen, dass sich hier alle runterjagen. Speckmann und ich wollen beide auch noch mit rein, ist klar. Wir wurden zwar gerade den Platz verwiesen, aber wir geben natürlich nicht auf. Wir gucken natürlich trotzdem, dass wir es jetzt irgendwie geregelt bekommen. Macht der, ach, der klettert da hoch, der Herr. Komm, wir haben jetzt einmal kurz aufwärmen. Ach, geh höher, Junge, komm. Das ist tatsächlich schon ein bisschen gefährlich. Also der Speckmann meinte gerade zu uns, dass das Militärgebiet ist, dass sie wohl sehr streng hier sind und er meinte, dass er jetzt lieber geht. Also er ist doch schon weg. Ah, okay. Easy, oder? Hoch, da kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Da oben steht auf dem Schild nämlich auch irgendwas mit Militär. Ja, komm. Kann jetzt durchlaufen. Nein, Foto. Na gut. Fuck. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen beraten. Also der Plan ist, für heute das Ganze abzusagen. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen, morgen oder übermorgen und das Ganze dann machen. Und hoffen einfach, dass ein anderer Typ als Security da eingesetzt ist. Also der Spot wird uns definitiv nicht das letzte Mal gesehen haben. Irre. Das kann ich euch versprechen. Also da wird mindestens noch eine Sache passieren. Mindestens.
das war's von der ersten Folge unserer Brasilien-Serie. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Wir finden es bisher absolut geil, also wirklich... Wie Jan da immer da steht. Oh. Richtig geiles Land. Ich bin sehr gespannt, was Jana Ina Langina noch alles so jetzt preiszugeben hat, was uns noch alles so zeigt, weil es gibt ja viel zu sehen in Brasilien. Außerdem bin ich verdammt hyped, den Frontflip, der hier gleich links neben uns ist, die Tage noch wegzumachen, weil der sitzt jetzt tief im Kopf drin, der muss da runtergeschmissen werden, vielleicht sogar auch noch irgendwas anderes, mal gucken. Frontflip hin oder her, ich bin absolut hyped über meinen Hurdle, war bisher der höchste so auf flachem Boden, auf Sand, geil für nur geil. Und was in der nächsten Folge passiert, das seht ihr jetzt. Mein Puls fort. Ich habe die Kamera-Tasche liegen gelassen. Mitten in Rio. Das wäre echt ein absoluter Wack-Shit jetzt hier. No? No. Ah, okay. Die Jungs sind auch einfach wieder nur on fire. So, wupp. Partner vom Live-Kanal, von dem Video, ist Prozis. Prozis, langer Partner von mir, tatsächlich, wird richtig gut. Checkt auch hier die Seite ab, über 20.000 Artikel. Mit dem Code OTTO10 spart ihr 10% auf eure Bestellung. Plus, es gibt noch viele Artikel for free dazu. Check, Link in der Videobeschreibung.